Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch, nicht real. Wenn es das wäre. Aber es geht nicht nur um die Geheimstation und die Morde. King, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Coalescence-Anlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Laut Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein. Hey, was zur Hölle? Hey, hey! Hendrix, sie haben euch anvisiert. Aufklärungsdrohne, sind sie hier durch? Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein? Hey, was zur Hölle? Hey, hey! Hendrix, wir haben euch anvisiert! Das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Kane, die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus.
Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte, ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja, ich glaube, hier will jemand was verbergen. Blutspuren führen hier lang. Was ist hier los, Kane? Was zur Hölle? Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Kane, was ist mit diesen Robotern los? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals da durchzufinden sein. Heilige Scheiße. Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason, war er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn er tot ist, wieso finden wir dann einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein, teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Was meinst du damit, Hendrix? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey! Das kann kein Zufall sein. Gehen wir! Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Bestätigt. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet.
Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. Ah, ich habe sie nicht geöffnet. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Sie sind im Wasser! Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Hier drin sind viele Roboter, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Raus da! Direkt vor dir ist ein Ausgang! Das sieht hier immer mehr nach Waffenforschung aus, nicht nach Biotech-Labor. Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Bittet noch jemand eine Vertuschung? Dias meldet sich über einen sicheren Kanal. Tilla hat recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sein DNI dient als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. What's up, guys? Dias, hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Du kannst Dias nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Dias. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf den Klang meiner Stimme. Kühlturm 1 offline. Kern. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Gedanken treiben. Du musst nah ran. Wir müssen im freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finden Sie Frieden. Na los! Klettere den Zentralturm hoch! Platziere dort eine Granate! Ich werde hier über...
sie sich ihren Träumen hin. Sie strömen über sie wie die Wellen eines blauen Ozeans. Wir müssen diesen Server deaktivieren. Schalte den Kühlturm aus. Denken Sie an einen ruhigen Ort. Sie sind jetzt in einem vereisten Wald. Noch eine Granate. Sie stehen auf einer Lichtung. Dürfen wir nicht verlieren, Hendrix. Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich weiß. Glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Es ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wenn man sein Land verrät. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Skip the scene, please. Ja, meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind nach unten. Jagt es hoch! Hey, listen. Was zur Hölle war das? Klingt nach Taylors neuen Freund.
Hendrix. In der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Hast du gehört? Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Sie springen das Gebäude, um euch zu ertränken. Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Scanne nach den Überlebenden. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Ich scanne Hendricks Datenübertragung. Das dauert nur ein paar Minuten. Ich hoffe, du hast einen Plan, weil wir hier gleich ersaufen. Okay, ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay, aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Mist, sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich! Nur noch ein paar Sekunden. Ich habe die Überlebenden identifiziert. Sebastian Krüger und Dr. Yusuf Salim. Alles zu seiner Zeit, Kane. Wir haben gerade größere Probleme. Hilf mir mal! Was jetzt, Kane? Über dir. Ich markiere dein Hub, Hendrix. Der Wasserdruck wird euch direkt aus dem Silo schleudern. Zu mir. Sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen. Hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben aushalten. Die Brücke stürzt ein. Aus dem Weg. Wartet. Etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff fällt stetig. Du musst schneller schwimmen. Pack zu! Skip the scene, please. Darüber wird nicht diskutiert. Du weißt schon, dass sie wollen, dass wir sie suchen.
Sie wollen, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen sehen. Das sind nicht wir, Hendrix. Was immer sie tun, ist ihre Schuld.